danke Rainer Klute, also das ist der Vorsitzende der Nuklearia, die Veranstaltung hier mitveranstaltet, zusammen mit uns Masters von Nuklear. Und von Masters von Nuklear haben wir jetzt eine Rednerin, das ist die Ulrike von Weiz. Hallo Heilbronn, hallo. Für mich ist das jetzt eigentlich auch ein sehr neues Mal, dass ich hier oben stehe und eine Rede halte, bin das nicht so gewöhnt, aber es ist ein wichtiges Thema, was einen wirklich quasi dazu zwingt, das Wort zu erheben. Und deshalb möchte ich das gerne tun. Ja. Wir stehen nämlich hier und uns treibt eine absolut dringende Notwendigkeit. Wir müssen diesen Tatsachen endlich ins Auge sehen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt. Darum müssen wir uns für eine CO2-freie Energiewende einsetzen, die explizit die Kernenergie mit einbezieht. Und das bedeutet, raus aus dem Atomausstieg, der schon Ende nächsten Jahres stattfinden soll. Denn trotz Milliardeninvestitionen jährlich für die Energiewende schreitet die Klimakrise mittlerweile für jeden sichtbar fort. Aktuell Waldbrände in Südeuropa, Hochwasser in Deutschland und an vielen Enden der Welt, Trockenheit, Brände, Menschen auf der Flucht. Unsere eigenen Wälder zeigen schon jetzt sehr sichtbar Schäden, die durch die anhaltenden trockenen Sommer, die viel zu heiß waren, der letzten Jahre ausgelöst worden sind. Und die Temperatur steigt. Die Auswirkungen des Klimawandels leugnen, das tut jetzt fast keiner mehr. Aber vor diesem Hintergrund plant unser Land Ende nächsten Jahres die 6 noch am Netz stehenden Kernkraftwerke abzuschalten. Wir müssen uns dabei klar sein, dass wir für die 70 Millionen Tonnen CO2-freien Stroms, den diese bisher liefern, gar keine Alternative haben. Stattdessen werden wir alle erkennen müssen, dass die von uns allen herbeigesehnte Energiewende in eine verzweifelte Sackgasse geraten ist. Wie schon Rainer Klute vor mir gesagt hat, es werden nicht in der gleichen Menge Solar- und Windanlagen aufgebaut werden können, um die Produktion von dem dann fehlenden CO2 zu ersetzen. Ein Solarkraftwerk liefert im Sommer 16 Stunden, 7 Tage Strom. Im Winter sind es gerade noch 8 Stunden pro Tag. Windkraft ist ähnlich. Und bei beiden Stromquellen spielt das Wetter eine ganz entscheidende Rolle. Dagegen ist Kernkraft wetterunabhängig und liefert sicheren Strom. Und dann ist das Speichern von Strom die nächste große Herausforderung. Wie wir gerade gehört haben, reicht unsere Speicherkapazität, die meistens durch das Wasserkraftwerke geleistet wird, für gerade mal eine halbe Stunde. Danach ist Stille in Deutschland. Und da der Strom nun aus erneuerbaren Energie so unsicher ist und leider bleiben wird, werden wir nach dem Abschalten der verbliebenen Kernkraftwerke vor allem Strom aus CO2-intensiven Kohlekraftwerken beziehen und noch Methan- und CO2-intensive Gaskraftwerke zusätzlich bauen. Das sind und bleiben nämlich die einzigen Alternativen zur Kernenergie. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir ab 2022 rund 70 Millionen Tonnen mehr CO2 in die Luft blasen werden. Das ist die Wahrheit. Ein Weg, der uns immer vorgeschlagen wird, CO2 sollen wir einsparen. Wir haben auch gerade Rainer Klute gehört. Wenn wir alle auf das Auto verzichten würden, kämen wir auf im Jahr 14 Millionen Tonnen eingespartem CO2. Alle Inlandsflüge würden gerade mal 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Veganer Veggie Day würde gerade mal auch noch mal 2. Es ist alles ein Tropfen auf den heißen
wahrsten Sinne des Wortes heißen Stein. Und das sind alles Vorschläge, die ständig diskutiert werden und die nichts bringen. Und zeigt es uns auch, wie schwierig es ist, um nicht zu sagen unmöglich, 70 Millionen, die jetzt wegfallen demnächst, an CO2-freien Strom einzusparen. Deshalb bitte Regierung, bitte alle Parteien, die jetzt in Verantwortung kommen, lassen Sie uns gemeinsam die Tatsache akzeptieren, dass wir die Atomenergie im Zuge der CO2-freien Energiewende im, wohlgemerkt, erneuerbaren Mix dringend brauchen. Vielen Dank.